Ich hatte neulich wieder ein Erstgespräch, in dem die Frau mich gefragt hat, warum muss Sex eigentlich so ein Thema sein? Warum ist es für ihn so wichtig? Wie kann es sein, dass Sexualität das ist, worum er sich so Gedanken macht? Wie kann es sein, dass es ihm immer nur darum geht, obwohl wir doch so viele andere Punkte haben, die so viel relevanter sind? Und heute möchte ich ja mit dir darüber sprechen, warum sein kann, dass Sex für deinen Partner so wichtig ist und was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, meinem Mann geht es eigentlich nur um Sex, das ist das einzige Thema und ich verstehe ihn da nicht. Ich verstehe nicht, warum das so ein Ding für ihn ist. Bei den meisten Frauen, die das Gefühl haben, für ihren Partner ist Sexualität einfach wesentlich wichtiger als für sie selbst und wo auch so ein bisschen Unverständnis da ist, ist es so, dass die Situation ist, dass es meistens in der Beziehung ein Stückchen kriselt, dass es so ein bisschen unharmonisch ist und dass sie selbst einfach ganz andere Punkte viel wichtiger ist. Dass sie zum Beispiel das Gefühl hat, hey, in unserer Beziehung passt es gerade nicht so. Es fehlt mir da ein bisschen emotionale Nähe. Wir sind gar nicht so richtig nah beieinander. Und daraus entsteht dann dieses Unverständnis von, warum will er denn Sex haben? Warum geht es ihm immer nur um Sex? Warum ist es so wichtig, Sex zu haben? Warum ist es so wichtig für ihn, so oft Sex zu haben? Und die meisten Frauen sagen dann auch, du, verstehe mich nicht falsch, ne? Ich habe auch gerne Sex. Ich finde Sex jetzt auch nicht blöd. Wir können auch ab und zu Sex haben, aber warum geht es immer nur um Sex? Und vor allem auch die Frage, warum muss Sex immer so ein Thema sein? Warum ist Sex was dann immer dazu führt, dass wir streiten müssen? Ne? Warum kann es nicht einfach mal entspannt sein beim Thema Sex? Warum ist es was immer wieder aufkommt? Und was da wichtig ist, ist erstmal einen Schritt zurückzutreten und sich das Ganze aus einer Vogelperspektive anzuschauen. Das sind also zwei Menschen und was man jetzt erstmal versteht, ist, dass dem Mann bzw. der Person, die jetzt nicht diejenige ist, die unter Libidoverlust leidet, dass die Person mehr Interesse am Sex hat. Dass da einfach mehr der Wunsch da, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch, dass wenn es sexuell nicht läuft, dass er dann sehr unzufrieden ist. Und das ist ja das, was die Frau am meisten stört, dass sie denkt, warum kann es nicht einfach mehr schön sein, auch wenn wir keinen Sex haben? Ne? Warum muss es so ein Ding sein? Warum ist Sex so wichtig? Und sie ist dann auf der anderen Seite und für sie ist es so, dass Sexualität wahrscheinlich gerade ein Stückchen anstrengend ist, dass sie das Gefühl hat, es ist irgendwie mit Arbeit verbunden, sie hat nicht so viel Lust darauf und deswegen empfindet sie ist als lästig, dass Sex gerade so ein Thema ist. Und das, was die meisten Paare dann machen, die in so einer Situation ist, ist, dass sich so ein Gegeneinander entwickelt. Dass sie vielleicht auch offen anspricht, hey, warum ist dir Sex eigentlich so wichtig? Was ist daran so toll? Oder vielleicht auch so dasteht, als wäre das von ihm komisch oder als wäre er komisch, weil ihm Sexualität so wichtig ist. Und durch dieses Unverständnis geht er selbst auch in eine Härte rein und sagt dann, warum ist es dir denn überhaupt nicht wichtig? Ich finde, du musst dich damit endlich mal auseinandersetzen. Wie kann das sein, dass du so einen schlechten Bezug zu deiner Sexualität hast? Oder wie kann es sein, dass du so wenig Lust auf Sex hast? Wie kann es sein, dass das Thema für dich nicht wichtig ist? Wir sind in einer Beziehung. Wie kann es sein, dass du auf Sex verzichten würdest? Und der ganz große Fehler, der dabei ganz häufig gemacht wird, ist, dass man eben nicht dahin kommt, einander zu sehen und dass man nicht akzeptiert, dass die andere Person anders ist. Denn was oft der Wunsch ist von Frauen, die mich das fragen, ne, warum muss Sex immer so ein Thema sein, ist so ein bisschen, hey, gib mir recht, sag mir, dass Sex nicht so wichtig ist, und dass alles gut ist und dass er übertreibt. Und das Gleiche wünschen sich die Männer von mir, dass sie sagen, hey, gib mir recht, sag ihr endlich mal, dass Sex ein richtig wichtiges Thema ist und dass sie sich damit jetzt auch wirklich mal beschäftigen muss. Und keine Person von beiden hat recht, beziehungsweise beide liegen natürlich irgendwo richtig. Ja? Es geht nicht darum zu gucken, wer hat jetzt recht, ist Sex jetzt wichtig oder nicht, warum ist ihm Sex jetzt wichtig, sondern Menschen sind verschieden. Du als Frau bist anders als dein Mann. Und es macht wenig Sinn, in Beziehungen zu hinterfragen, warum ist er so anders oder sich zu wünschen, dass er mehr so wäre wie man selbst. Sondern was der einzig gute und richtige Weg für Beziehungen ist, ist anzunehmen, dass die andere Person anders ist. Und genauso ist es in dem Fall. Menschen sind verschieden, Menschen haben eine verschiedene Wertigkeit von Sexualität. Für manche Menschen ist Sex was einen sehr hohen Wert hat und für andere Menschen ist Sexualität was einen weniger hohen Wert hat. Die weniger natürlich, einfach so intuitiv Lust auf Sex haben, die das Thema weniger spannend finden, die sich weniger damit beschäftigen und das ist vollkommen in Ordnung.
beides ist vollkommen in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung und richtig und gut, wenn du viel Lust auf Sex hast und wenn du ein großes Interesse an Sex hast und wenn es dir wichtig ist. Und es ist auch vollkommen in Ordnung und richtig und gut, wenn du weniger Interesse an Sex hast, wenn es dir weniger wichtig ist und wenn du vielleicht sogar sagst, ja, ich könnte auch darauf verzichten, mir würde jetzt auch nicht so viel fehlen eine Zeit lang. Was wichtig ist, ist, dass ihr beide miteinander in einer Beziehung seid und dass ihr irgendwie zueinander finden müsst. Und was nichts bringt, ist zu sagen, warum bist du denn so? Warum ist dir Sex denn so wichtig? Kannst du es nicht mal lassen? Warum muss es immer so ein Thema sein? Warum kann es nicht einfach mal entspannt sein? Denn du wirst deinen Partner darin nicht ändern können und das möchtest du ja auch nicht. Du hast ihn dir ja ausgesucht, weil er so ist, wie er ist und jeder darf in der Beziehung auch genauso bleiben, wie er ist. Was ihr aber natürlich machen müsst, ist eine Lösung finden. Also dahin zu kommen, wie können wir da miteinander umgehen? Und der erste wichtige Schritt ist da, sich gegenseitig anzunehmen. Zu sagen, okay, alles klar, mein Partner ist so, wie er ist. Mein Partner ist das wichtig. Für meinen Partner ist es ein Ding, wenn wir mehrere Tage, mehrere Wochen keinen Sex miteinander hatten. Er leidet darunter, ihm fehlt da was und das nehme ich an. Und gleichzeitig darf er annehmen, okay, meine Partnerin ist anders. Meine Partnerin findet es nicht so spannend. Meine Partnerin wird ja wenig von sich aus machen, zumindest so wie gerade der Stand ist. Meine Partnerin hat weniger Lust, hat weniger Interesse daran. Und das ist für mich auch erstmal okay. Und dann muss man halt gucken, wie kann man sich treffen? Wie kommt man dahin, dass man wieder mehr Sex haben kann, sodass es dem Partner gefällt, aber auf eine Art und Weise, die ihr auch gefällt, dass sie nicht das Gefühl hat, oh, warum muss Sex immer so ein Thema sein? Denn was dahinter ja steckt, ist, dass da gerade wenig Kraft ist und viel Anstrengung, dass man sich fragt, warum muss es so ein Thema sein, wo doch andere Dinge so viel wichtiger und relevanter sind? Und da darf man dann hingucken, dann darf man schauen, was ist denn dir wichtig, was ist denn für dich relevant und warum ist Sexualität für dich so unangenehm? Und dann kann man auch dahin kommen, das gut aufzulösen. Dann kann man dahin kommen, dass man guckt, wie kann der Alltag verändert werden, wie kann die Beziehung verändert werden, dass du als Frau wieder mehr Lust auf Sex hast und das Bedürfnis deines Mannes nicht als so negativ annimmst. Dafür musst du dich natürlich aber erstmal selbst gesehen fühlen. Was ich dir da gerne noch mitgeben möchte, ist, dass dein Partner Sexualität vielleicht anders sieht als du. Und das kann nervig sein für dich, es kann aber auch eine ganz große Ressource sein. Und vermutlich ist es so, dass Sexualität für dich eher was Anstrengendes ist, was mit Arbeit verbunden ist. Und dass für deinen Partner Sexualität was Schönes ist, was Nahes ist, wo ihr beide intim miteinander seid, was sich gut anfühlt, was sich aufregend anfühlt, leidenschaftlich anfühlt, aber wo ihr auch einfach verbunden miteinander seid, offen seid, euch verletzlich zeigt. Und das, was dein Partner sieht und was du nicht siehst beim Thema Sexualität, ist vielleicht was, was er dir näher bringen kann. Und es wäre vielleicht schön, dahin zu kommen, dass du Sexualität auch wieder mehr so sehen kannst wie er. Als was Entspanntes, als was, was Spaß macht, als was, was euch verbindet und nicht als was Lästiges, Anstrengendes, was mit Arbeit verbunden ist. Sex ist für deinen Partner immer so ein Thema, weil es ihm einfach anders wichtig ist als du, was vollkommen in Ordnung ist. Und weil für ihn Sexualität vermutlich auch deutlich leichter ist als für dich. Weil für ihn das Thema entspannt ist, weil für ihn das Thema schön ist. Weil er sagt, hey, das sind Sachen, die machen mir Spaß, die wir da machen. Und dass die Sachen, die ihr da macht, nicht die Sachen sind, die dir Spaß machen, wovon ich jetzt mal ausgehe. Das ist was, was man verändern kann. Das heißt, wenn für dich Sexualität gerade anstrengend ist und wenn du keine Lust auf Sex hast, dann gibt es dafür gute Gründe. Und die werden im Alltag und in der Beziehung liegen, die werden aber auch in eurer gelebten Sexualität leben. Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ich weiß gar nicht genau, warum ich keine Lust auf Sex habe, ich weiß gar nicht genau, warum es für mich so anstrengend ist, dass mein Partner immer wieder Sex haben will, dann macht es Sinn, mal zu gucken, warum hast du denn keine Lust auf Sex? Warum ist es denn für dich anstrengend und wie kann es vielleicht was werden, was für dich nicht anstrengend wird und was für dich schöner wird, weil eure Sexualität verändert wird. Wenn du dabei Hilfe haben willst, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich gebe kostenlose Erstgespräche, in denen wir einmalig zusammen gucken, was bei dir die Ursachen dafür sind, dass du deine Sexualität gerade nicht schön findest und wie wir diese verändern können. Dahingehend, dass du Lust auf Sex hast und dass du nicht mehr das Gefühl hast, oh, warum ist Sex eigentlich für meinen Partner immer so ein Thema, sondern dass du das Gefühl hast, ich habe auch Lust auf Sex und wann können wir es eigentlich mal wieder machen? Wann schaffen wir da eigentlich mal wieder Platz in unserem Alltag neben den Kindern, neben der Arbeit, neben den Verpflichtungen, wo wir uns richtig nahe kommen?